Ja, wir sehen hier jetzt gerade die Straße, wo alles überflutet war. Wir sehen, die Straße ist auch wieder mal rein, Gott sei Dank. An dieser Stelle sehen wir ganz deutlich, wie heftig der ganze Wasserstrom gewesen ist. Und zwar stehen hier diese drei Baustellenhütchen, das haben sie gestern aufgestellt, weil das neu asphaltiert wird. Und zwar aus diesem Grund, wir sehen, was Wasser alles anrichten kann. Da ist der Friedhof und da ist die Friedhofmauer. Und genau da bei der Kante ist der Asphalt total aufgerissen. Wir sehen das. Vielleicht gehe ich morgen raus und mache ein näheres Foto. Da auf der Seite ist der ganze Spalt neben der Friedhofmauer von, sage ich jetzt mal, von hier weg total ein ganzes Loch aufgerissen bis ganz runter zu dieser Hauptstraße. Alles aufgerissen. Ja, wir sehen, was so ein Wasser anrichten kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, ob man das gut sieht, vielleicht aus der Ferne. Ja, jedenfalls neben der Friedhofmauer ist alles aufgerissen, ein riesiges Loch drinnen. Und man sieht wirklich, was so ein Wasserstrom alles anrichten kann. Das alles war, die ganze Straße war alles überschwemmt. Da ist es runtergelaufen wie ein, sage ich jetzt mal, wie ein Wasserfall. Ist es von oben bis runter alles runtergeronnen. Ja, so sieht es normalerweise aus, wenn kein Hochwasser ist. Der Grund ist auch, weil wir da oben Berge haben und da kommt das ganze Wasser auch noch mit dazu rein und schwemmt alles runter, wenn der Boden das ganze viele Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Und schon nimmt die Katastrophe seinen Lauf. Und da unten ist unsere Garagentor und da ist das Wasser genau so gerannt. Und in unsere Garage rein. Ich denke aber nicht, dass es wegen den Bergen war, sondern das war wirklich schon wirklich, weil es so viel geschüttet hat. Monsunartiger Regen. Da kann nicht einmal ein normaler Boden, kann nicht einmal so viel und auf dieser Schnelle das Wasser aufnehmen und versickern lassen. Ja. Also, es ist wirklich bestialisch. Ja, und das wird wahrscheinlich jetzt asphaltiert. Vielleicht sieht man das Loch ein wenig nicht so gut. Morgen werde ich ein besseres Video machen von der Nahansicht des Loches, was alles ausgerissen wurde. Also ehrlich gesagt, ich möchte mir gar nicht einmal vorstellen, was da passieren mag, wenn man selber einen Fuß in diesen Wasserstrom sich reinwagt. Ich glaube, dann wird man wahrscheinlich auch selbst gleich mitgerissen werden. Jo. So viel zu unserer Straße in Nicht-Hochwasser-Version. Ja.